240, 260, 280, 300. Weiter geht's. 13, 15, 20. Tachoanschlag. Hallo meine Freunde, mein Name ist Franz Simon und das hier ist meine kleine Welt. Die einen oder anderen von euch kennen mich wahrscheinlich schon hier als Moderator von Grip Originals, aber eigentlich ist mein Beruf ein ganz anderer, denn ich tune Autos und mache sie vor allem schneller. Und heute teste ich für euch ein besonders krasses Auto und das steht in der Werkstatt, das zeige ich euch jetzt. Kommt mit! Heute haben wir einen ganz speziellen Mercedes hier. Und zwar ein Mercedes CLS 63 AMG 4-Matic. Es wurde sehr viel umgebaut. Unter anderem Carbonhaube haben wir extra für dieses Fahrzeug herstellen lassen. Gibt es so nicht. Eine schöne Folie ist drauf, dreiteilige Schmiederäder sind drauf, in 20 Zoll eine Tieferlegung ist drin. Ansonsten halt auch noch Carbon, soweit das Auge reicht. Eine komplette Klappenabgasanlage ist drunter. Aber die Optik ist bei dem Auto eigentlich zweitrangig. Hier spielt die Leistung die Musik. Also, der Sensor vorne hat 52,4 Grad also Lufttemperatur aufgenommen und nach Drosselklappe hatten wir 90 Grad. Dementsprechend natürlich oben um die Leistung weg. Also, wir haben immer noch 857,9 PS, 1082 Newtonmeter, Drehmoment begrenzt. 850 PS. Über 1000 Newtonmeter begrenzt. Und all das spielt sich hier drunter ab. Auch wenn man nicht viel sehen kann. Aber ich zeige euch ein bisschen was. In diesem 5,5 Liter V8 Biturbo, der mal 585 PS hatte, wollen wir jetzt in der nächsten Stufe mehr Luft in diesen Motor reinbekommen. Und darum diese offene Ansaugung. Wir haben aber auch schon eine fertig, die ist leider noch nicht da. Aus Vollcarbon, wo von unten Druck, also die Ansaugrohre kommen hoch, vergrößert, gehen so mit dem offenen Filter. Und dann kommt von hier eine Carbonführung, die dann dort drüber geht. Das wird ein bisschen schöner aussehen, aber das funktioniert jetzt erstmal so für uns. Soundmäßig, ganz weit vorne. Motormäßig, Kolbenpleuel. Serie, kein Wassermethanol, kein Rennbenzin, gar nichts. Ja? Wir fahren ganz normal einen Sprit von der Tankstelle, mindestens 100 Oktan, aber meistens 102 Oktan. Soundmäßig ganz weit vorne. Und ich will euch das nicht vorenthalten. Kleinen Soundcheck kriegt ihr jetzt von mir. Aber ich kann euch sagen, Headphone-Users, rest in peace. Das war die Klappe zu. Und jetzt ist die Klappe auf. Kleine Kostprobe. Jetzt habt ihr genug gesehen. Ihr habt auch ein bisschen was gehört. Aber was ihr sehen wollt, ist Folgendes. Ich fahre jetzt. Dann könnt ihr mal herausfinden, wie es sich anfühlt, wenn man Auto fährt mit 4 Türen, Massagesitzen und Allrad, das schneller ist als zum Beispiel ein Lamborghini Aventador. Das machen wir jetzt. Okay, ihr Gaskranken. Wir fahren jetzt mal auf die Autobahn und schauen mal, wie das Ding so läuft. Was als erstes auffällt, ich habe die Klappe sogar jetzt offen von der Abgasanlage, bin im Komfortmodus, man kann das Auto ganz normal fahren. Ja, und das ist auch genau das, was dieses Auto ausmacht. Ich hatte am Anfang gesagt, dieses Auto ist schneller als mancher Supersportwagen. Der Unterschied ist aber, dieses Auto wiegt 1985 Kilo. Wir haben einen permanenten Allradantrieb, das heißt, der Schub untenrum ist wirklich heftig.
wirklich, wirklich heftig. Und die Klangkulisse werdet ihr auch gleich hören, das ist von einem anderen Planeten. Momentan ist das Drehmoment begrenzt. 1050 ist das maximale Drehmoment, was wir fahren momentan hier drin, weil das Getriebe mechanisch noch nicht verstärkt ist. Das ist ein originales Mercedes-Getriebe, was hier drin ist. Und das funktioniert und es hält. Jetzt fragt ihr euch, wer fährt sowas? Wer fährt so ein Auto? Der Kunde ist ein relativ verrückter Kerl, ist absolut gaskrank. Dieses Auto, wenn er ihn fährt, kriegt wirklich absolut nur Vollgas. Ununterbrochen, ja, der holt das Auto einmal raus in der Woche, fährt damit auf der Autobahn und versägt alles, was er finden kann und fährt danach wieder nach Hause. Ja. Mit dem Umbau läuft das Auto mittlerweile ca. 20.000 Kilometer und bis jetzt, toi toi toi, problemfrei. Jetzt machen wir einen zweiten Gang, mal kurz eine. Das ist wie ein Speedboot. Das Auto geht so, zack, und dann geht's los. Das ist wirklich, wirklich, wirklich wie ein Speedboot. Und dieser Schlag vom zweiten in den dritten Gang, du denkst wirklich, das Ding muss jetzt jede Sekunde auseinanderfallen. Aber es hält. Also da hat Mercedes AMG echt ein mega, mega guten Job gemacht, dieses Auto haltbar zu machen. Also wir haben ja 300, fast 300 PS mehr in dem Auto jetzt. 300 PS mehr und was haben wir? 400 Newtonmeter mehr. Das ist Wahnsinn. Autobahn hier ist natürlich unbegrenzt, Gott sei Dank. Das heißt, wir können wirklich krachen lassen. Und ich würde sagen, wir hauen mal so, ja, wir legen uns über 80, 70, 80 los und hauen dann mal so eine 100, 200er Fahrt raus. Neun. Erste Fahrt. 5-4 ist eine Kampfansage an jeden Supersportwagenfahrer. An jeden. Wir versuchen das Ganze direkt nochmal und gucken, ob wir noch vielleicht sogar noch eine schnellere Zeit rausgehauen bekommen als eine 5-4. Aber mit der 5-4 kann man eigentlich schon super zufrieden sein. Und jetzt Attacke. Das Ding marschiert wie die Hölle. 5270, 240, 260, 280, 300, weiter geht's, 310, 15, 20, Tachoanschlag, wow, 5270, 100, 200, 320 Tachoanschlag. Und es dreht, die Drehzahl ging weiter. Ey, das ist der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. 5270 mit Allrad, mit 1850 Kilogramm. Ja gut, Tank ist jetzt gar nicht mal halb voll. Mit Massagesitze, mit Schiebedach, mit vier Türen und allem, was das Herz begehrt. 5270, ein Bugatti Veyron mit 1001 PS. Fährt 5-4. Also, wir sind schneller als ein Bugatti Veyron. Wir sind locker schneller als ein Lamborghini Aventador SVJ mit 770 PS. Wir sind locker schneller als ein Porsche 991 GT2 RS. Mit 5,9, das ist ja Lichtjahre entfernt. Und wir sind natürlich auch locker noch schneller als ein Ferrari 488. Also, dieses Auto ist ein Monster. Bums hat er war. Hm?
Was kann ich mehr sagen, außer völlig geisteskrank? Dieses Auto ist geisteskrank. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr vielleicht mehr von diesem Auto sehen wollt, vielleicht die nächste Ausbaustufe, schreibt auch das in die Kommentare rein. Und bis dahin würde ich sagen, immer pedal to the metal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.